Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir blicken heute in unseren Tickmills Trading Ideen für den Dienstag, heute Dienstag, genau, 10.11., noch zwei Tage bis zur World of Trading. Und wir blicken heute auf das, was gestern geschehen ist und schauen mal, was wir heute möglicherweise da noch rausziehen können. Wir sehen's. Im Hintergrund geschrieben, Gold und DAX machen nach einer Impfstoffmeldung mächtig Druck. DAX nach oben, Gold nach unten. Wir wissen aber, dass solche massiven Bewegungen immer wieder korrigiert werden und das bleibt interessant und deswegen schauen wir genau auf diese beiden Charts, weil da ist ordentlich Momentum im Spiel und da kann hier noch weiterhin. Die Post auch abgehen, entweder in Richtung der Initialzündung oder als Gegenreaktion. Für die kurzfrist ist das ein richtig guter Move. Das schauen wir uns gleich an. Dazu noch das Währungspaar australdollar dollar Kann-Dollar und natürlich sehr, sehr gerne hier den ein oder anderen Wunschmarkt. Der Nasdaq wird hier nachgefragt. Das sehe ich jetzt schon. Genau das passt. <laughs> Facebook gibt es wieder das Battle. Über den ersten. Sehr schön, Christian. Du hast gewonnen für heute. Das passt. Genau so läuft das hier. Risikohinweis gibt es heute auch wieder. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und bevor wir auf die Tagesnachrichten eingehen, möchte ich, wie gestern auch schon mal erwähnt, hier noch den Hinweis geben, die World of Trading findet dieses Jahr online statt und wir hier mit Tickmill oder bei Tickmill haben einen ganzen Tag für Sie reserviert auf der World of Trading-Messe. Am Donnerstag geht das los. Wen das Ganze interessiert, bitte einfach anmelden ähm, auf der Website von Tickmill. Ich poste das Ganze gleich mal noch, äh, wo wir das finden können. Und zwar einfach auf die entsprechende Internetseite gehen ich packe sie gerade mal in die chats und dann kann man sich dann entsprechend anmelden und dann dabei sein ist wie immer kostenfrei der zugang hier an dieser stelle das heißt hier ich ziehe es mal ganz kurz rüber zoom wollen wir nicht das brauchen wir hier an dieser stelle also einfach auf die website gehen hier das Ganze kann man sich anschauen und hier einfach sichern Sie sich Ihren kostenlosen Platz. Draufklicken, anmelden und los geht's. Also, das ist wie immer: man braucht eine Anmeldung und dann geht das Ganze entsprechend los und man kann dabei sein. Und wie schon gesagt, das Programm an dieser Stelle ist ordentlich gefüllt. Einfach mal auf die Website schauen, dann geht das Ganze immer noch mit los. So, jetzt aber los geht das. Ach Mensch. Beim Thema World of Trading, ähm, da muss ich noch auf eine kleine Wette zu sprechen kommen. Der Lutz, <laughs> der Lutz Burggräfe, äh, ist einer unserer treuen Zuschauer hier. Er hat sich vor kurzem mit der Elena unterhalten, ob es nicht möglich wäre, ob der Mike nicht mal äh, hier, ja, äh, mal sagen kann, wo der DAX morgen steht um 15 Uhr. <laughs> da sagt er, plus minus 100 Punkte. Wenn er das packt, dann hat er gewonnen. Wenn nicht... Muss er eine Sendung auf sächsischer Sprache machen, weil mir hier immer mal so das Sächsische durchkommt. Ähm, ja, <laughs> nehme ich an, mache ich mit. Gucken wir uns nachher mal an. Wir schauen mal, was so für Planung an dieser Stelle möglich sind. Und äh, Lutz, wenn ich das tatsächlich schaffe, ich komme drauf zurück. Den Stollen nehme ich gerne, den lassen wir uns zu Weihnachten schmecken. Führe ich hier natürlich gerne. Dann auch vor, mal schauen. Was wird? Ich glaube zwar nicht, dass ich bei den starken Volatilitäten momentan irgendwo eine Chance habe, aber wir schauen mal, was wir da an dieser Stelle machen können. Das hier, wie schon gesagt, die kleine Wetter im Vorfeld zur World of Trading. Wir machen weiter mit den Tagesnachrichten an dieser Stelle. Wir sehen, was heute auf uns wartet. Es kommt die äh, ZEW und zwar gibt es die Einschätzung der aktuellen Lage und die Konjunkturerwartung. Das Ganze hier für den Monat November. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig und ich denke. Äh, ja, das wird sich, wenn wir tatsächlich einen Impfstoff hier so kurzfristig vor der Uhr oder vor der Nase haben, ähm, doch relativ schnell in eine ganz, ganz andere Richtung bewegen, weil wir merken ja, wie massiv die Einschränkungen durch Covid-19 sind. Und wenn man da. Die Hoffnung auf einen zeitnahen Impfstoff hat, das wäre schon ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ich denke, das dürfte die Wirtschaft auch ordentlich, ähm, sage ich mal, beleben. Beziehungsweise die Indizes, die nehmen ja viele Sachen auch weit vorweg. Das dürfte dann schon ordentlich Dampf auf den Kessel nach oben hin machen. Und nicht nur bei uns in Deutschland, sondern das ganze weltweit. Zwar, zwar noch die Frage, wann man genügend Impfschutz hat. Dass man die sogenannte Herdenimmunität hat, das wird ja immer wieder durch die Medien getrieben. Aber es spielt jetzt erst einmal keine Rolle. Die Börsen freuen sich drüber und das ist das, was wir hier brauchen. Hier mit Blick auf die Nachrichten. Ansonsten neben den ZDW. Indikatoren gibt es aus den USA, den kurzfristigen Energieausblick. Wir bekommen Daten vom Arbeitsmarkt und zwar hier die JOLS-Stellenangebote. Der Arbeitsmarkt ist in den USA ein bisschen angespannt. Wir haben das letzte Woche Freitag gesehen bei den Non-Farm-Payrolls, die waren schlechter als erwartet. Das ist eine Sache, da merkt man, dass der Arbeitsmarkt wirklich unter Druck ist und das hat ja auch mit Corona zu tun und deswegen ist es so wichtig, was jetzt kommen wird, kommen kann mit den Wirtschaftsstimuli, mit den Geschenken an sozusagen die ärmeren ähm, Menschen in den USA, die jetzt dadurch natürlich in die fatale Situation gekommen sind, massiv sozusagen Einbrüche ähm, im eigenen ähm, Einkommen auch zu haben. Da gibt es möglicherweise bald wieder eine Unterstützung oder Konsumchecks, wie auch immer das Ganze am Ende aussehen wird. Das werden wir hier an dieser Stelle, denke ich mal, in den kommenden Wochen erfahren. Es sei denn, Donald Trump kriegt sich nicht ein und es gibt einen Klageweg und und und. Und dann hat man ja noch am 14. Dezember die Abstimmung der Wahlmänner. Also, das bleibt um das Thema Wahlentscheidung in den USA weiterhin ein Thema, das durch die, naja, sage ich mal, Aktionen von Donald Trump sehr medial getrieben wird. Ähm, es geht ja immer noch darum, es war Betrug, sagt Donald Trump. Ja, wir haben ja gestern auch gehört, der Trump, der wittert auch wieder gegen das Thema ähm, des Impfstoffes. Äh, der ist natürlich schon lange fertig. Man hat aber gewartet, bis die Wahl durch ist, äh, damit man das nicht Donald Trump zuschreiben kann. Und, und, und. Also da wird sehr, sehr viel Stimmung gemacht seitens Trump und das kann natürlich immer wieder auch Einfluss auf die Märkte haben. Ja, und da müssen wir einfach ein bisschen mit umgehen können. Aber wie schon gesagt, das ist der Punkt. Und wie schon gesagt, die Wirtschaft in den USA, ja, die läuft ein bisschen unbeeindruckt davon, was Donald Trump hier so alles mit veranstaltet. Der Arbeitsmarkt, der ist da wie er ist. Und Covid-19 breitet sich entsprechend massiv in den USA aus. Ähm, 125.000 neue Meldungen hier von Covid-19 haben wir über die Nacht bekommen in den USA. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig in die, die Lage, nicht nur in den USA. Ähm, und da muss man schauen, was der Markt wann wie spielt. Aber es bleibt natürlich positiv abzuwarten, wenn ein Impfstoff kommt. Was kriegen wir noch? Den API Rohöllagerbestand. Das muss man Sehen Öl ist momentan sehr sehr stark im Fokus der Anleger und das hat meines Erachtens momentan relativ wenig ähm, mit der Nachfragesituation zu tun, was hier passiert, sondern das ist viel mehr auch getrieben durch das ganze, äh, sage ich mal, Stimmungsumfeld momentan auch wieder um das Thema äh, Impfstoff. Wenn die Wirtschaft dann wieder deutlich besser läuft, dann brauchen die Unternehmen mehr Energie, dann wird wieder mehr Öl benötigt, es werden mehr Güter verschickt, das braucht auch mehr Treibstoff und und und. Das könnte dann wiederum die Nachfrage erhöhen. Also es gibt hier sehr sehr viele Drehpunkte. Es ist ein Bild, das ist, kommt so ein bisschen vor wie heute Hü, morgen Hot und so ist es momentan halt auch. Das ist das für aktive Trader natürlich sehr, sehr interessante. Für die Swing Trader, die muss man einfach ein bisschen aufpassen, da muss man sich andere Märkte suchen, wer mit dieser schnellen Schlag Schlagfrequenz nicht zurechtkommt. Deswegen schauen wir ja hier morgens auch immer auf die breiten Daten. Wie schon gesagt, heute <laughs> um 22.30 Uhr gibt es da entsprechend die Meldungen. Das ist der Blick in die tagsnachrichten Und wir, ja, wir blicken jetzt in die Charts hinein. Und wie schon gesagt, ich hatte Gold, Austral-Dollar, US-Dollar und den DAX für heute auf der Uhr. Und wie schon gesagt, ähm, das muss man auch sehen, wie die Märkte sich bewegen. Ach, übrigens, was jetzt in den, Ma in den Meldungen nicht drinnen stand, ähm, Paul wird heute sprechen. Ähm, ich glaube gegen 16.30 Uhr hält er eine Rede. Und da wird es auch ein bisschen zu dem Thema ähm, Konjunkturausblick gehen. Ich denke, da wird der Markt auch mit sehr gespitzten Ohren hinschauen, weil jetzt gibt es ja sozusagen nach der Wahl das Ergebnis zum Beiden. Und ähm, die letzte fed sitzung und die letzte Pressekonferenz war ja noch vor dem Wahlentscheid. Und da hat die FED ja gesagt. Wir machen jetzt erstmal nichts. Wir warten erstmal ab, was da so kommt. Und heute weiß der Paul ja, wer mit hoher, hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird. Und ich denke, da wird es auch die ein oder andere Information zu geben. Das bleibt spannend. Wie schon gesagt, das heute. Es ist angekündigt gegen 16:30 Uhr. So jetzt aber zurück zu den Charts an dieser Stelle. Und ähm, ja. Was machen wir? Wir blicken zuerst mal auf den deutschen Leitindex. Und das war gestern. Halla, <laughs> die Waldweh. Was für ein Run. Schaut euch das mal an. Wir haben ja einen guten Start gestern gehabt, die Woche hier, dieses erste Feld hier vorne, das war sozusagen der morgendliche Start schön in Ruhe, der Ausbruch über das letzte Hoch hier, was grün markiert ist, ähm, ein schönes Verharren auf der Seitenlinie und dann, dann kam die Nachricht, Zack und das hat den Dax natürlich heftig nach oben gebracht. Dann sind wir in eine weite Korrektur gelaufen und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant, was hier wir sehen mit dem Blick auf den Dax, denn wir haben hier ein schönes Korrekturmuster. Hier, schaut mal, das hier ist das Korrekturmuster. Das ist eine bullische Flagge. Aus der ist der DAX jetzt ausgebrochen. Und der DAX nimmt jetzt wieder Anlauf auf das Hoch von gestern. Das war hier oben die Marke von 13.295 Zählern. Und jetzt wird es da oben nämlich richtig spannend. Und das ist das, was ich gesagt hatte. Das ist der Punkt, der für die kurzfristig agierenden Händlern megamäßig interessant wird, weil wir sind hier in dem Aufwärtstrend verortet. Schaut mal hier, die grüne Linie, das zeigt uns das Ganze an. Da geht der Markt doch deutlich hier nach oben. Wir haben hier die Korrektur hochs rausgenommen. Wir haben das alte Widerstandslevel rausgenommen. Das sind wirklich sehr sehr bullische Meldungen und jetzt läuft der Markt wieder nach oben und da wird es wirklich spannend, weil wir natürlich dort oben das Tageshoch liegen haben und wir haben dort ein Widerstandslevel bei 13.200 Punkten liegen. Wo das herkommt? Das sehen wir schön mit Blick in den Tageschart, denn das ist hier oben dieser Bereich, wo wir so ins Straucheln gekommen sind bei dem vorangegangenen Aufwärtstrend. Da wurde ja kurzzeitig gebrochen, dann hat sich der Abwärtstrend hier gebildet und nach unten rein. Das haben wir ja alles hier gesehen und das zeigt uns jetzt natürlich, jetzt will der Markt da wieder hoch. Und wenn wir hier gestern nicht nur einen kurzen Rückschnapper. Über das letzte Abwärtstrend hoch gesehen haben, sondern tatsächlich, dass die Initialzündung für die Rallye nach oben gewesen ist, dann haben wir richtig, richtig gute Karten in den nächsten, ich sag mal, vielleicht sogar schon Stunden hier oben. Das Allzeithoch zu testen, das wird dann natürlich mega mäßig interessant an dieser Stelle. ja. Das muss man drauf haben auf der Uhr. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann geht der Markt heute natürlich hier schon wieder oben rein. Ich nehme mal ganz kurz hier die Zeichnung wieder raus. Der läuft nach oben. Wir sehen schön die Korrektur von gestern und jetzt geht es wieder nach oben. Wenn wir allerdings jetzt den Chart hier anschauen, wir müssen natürlich eins noch mit beachten in der jetzigen Planung. Es ist jetzt noch sehr, sehr früh am Morgen. Die Händler kommen. Offiziell erst, also der Future-Handel läuft zwar schon seit 8 Uhr, aber ich sag mal so: Das Gros der Händler, offizielle Markteröffnung hier, etc., ist nun mal um 9 Uhr. Dort kommen meistens auch, die, dort fangen meistens auch die nachhaltigen Bewegungen an. Das heißt, das ist jetzt alles so ein bisschen vorgeplänkel, was wir hier sehen. Sollten wir nicht dazu übergehen, dass wir das hoch von gestern überschreiten, sondern abprallen, dann gibt es zwei Level, die jetzt kurzfristig nach unten interessant werden, beziehungsweise eigentlich sind es drei Level. Das, die ersten beiden, die sehen wir jetzt schon sehr, sehr schön hier in diesem Chart. Das ist einmal hier dieses Unterstützungslevel hier um den Drehpunkt hier drüben, um die Marke von 12.500, naja, 20 bis 30, ne? Das war das Tagestief von gestern hier, war bei 12.526 Zählern. Und dieser Schwungbereich hier bei 12.270. Das geübte Auge sieht schon, wo der herkommt, nämlich hier aus diesem, aus diesem Drehkreis hier drüben. Aber wir schauen uns das in der Stunde gleich mal an, da sieht man besser, wo das herkommt. Das wären mal die Anlaufpunkte zur Unterstützung. Seite, aber der wichtigste jetzt erstmal ist natürlich das Tagestief von heute. Und das haben wir liegen hier im Low bei 12.870 Punkten. Da ist es sehr, sehr wichtig, weil, wenn wir dort unten drunter fallen sollten, wäre das tatsächlich die klassische Abreißstrategie von oben hin. Ja, und das ist der Fakt, den sehen wir schön im Stundenchart. Das heißt, das würde. Technisch dann so ausschauen, dass der Markt hier innerhalb des laufenden Aufwärtstrends, den wir hier so schön haben, hier, ich ziehe es mal von unten durch, schön nach oben gelaufen, dann jetzt die Korrektur, dass wir hier oben irgendwo abprallen und dann den Weg nach unten suchen. Das wäre genau der Punkt, wo wir sehen, okay, jetzt geht es nicht einfach Schnips nach oben weiter und wir gehen in Richtung Allzeithoch. Nein, das ist dann das. Es kommt erst einmal im Vorfeld, bevor wir das Allzeithoch angehen. Zu der Situation, dass wir in die korrektive Phase einlaufen. Und das ist dann wirklich der Punkt, den wir hier sehen müssen, wo die Anlaufpunkte zur Untermarke sind. Das entscheidet sich unter dem heutigen Tagestief. Und jetzt raffe ich es mal ein bisschen zusammen. Ich muss es mal so klein machen, damit wir es besser erkennen können. Also, das war die vordere Ecke aus dem Tagesschart. Hier, der Drehbereich. Schaut es hier unten, hier wurde viel, viel gerangelt, bis der Markt sich dann deutlich nach unten entschieden hat. Dann sind wir hier noch einmal dran gelaufen, dann ging es ab nach unten. So, dann haben wir uns wieder nach oben hochgearbeitet. Und dann ging in diesem Bereich hier wieder die Haltezone los. Das war diese Schiebezone, die wir gestern so schön gesehen hatten hier an dieser Stelle. Also der Bereich, wo wir hier seit Gelaufen sind, da hat diese Marke wieder Marktbeachtung gefunden. Hier diesmal von unten das Verharren genau in diesem Level und dann die Explosion sozusagen zur Oberseite hin. Das gibt dieser Marke eine sehr, sehr hohe Relevanz und wie schon gesagt, sollten wir tatsächlich hier und um das heutige Tagestief drunter fallen, dann wäre das mal der erste ganz, ganz wichtige Anlaufpunkt, gefolgt dann wirklich vom Tagestief von gestern. Das sind zwei wirklich sehr, sehr wichtige Faktoren, die wir hier drin haben. Und das sind sogenannte Pivot-Level, also Drehpunkte im Sinne des laufenden Aufwärtstrends, den wir hier haben. Und hier sehen wir ihn, wie es sich nach oben schlängelt. Hier haben wir auch immer wieder die untergeordneten Trendverläufe. Aber wenn wir das mal so reinmachen wollen hier, wir sehen halt schön, wie es läuft. Ich skizziere das mal nach einem größeren Bild. Also hier unten hat es dann sozusagen, Angefangen und dann hat es den Markt so richtig schön hier nach oben getrieben. Und da sehen wir, wie das Ganze läuft hier oben durch und untergeordnet dann halt entsprechend auch hier, was wir in diesen kleinen grünen Linien auch immer wieder sehen. Das sind die Bewegungsarme, hier der Korrekturarm und was mittlerweile so schön ersichtlich ist: diese Flagge, die ich vorhin eingezeichnet habe hier, das ist die korrektive Flagge, die ist jetzt erstmal nach oben verlassen worden und jetzt zählt halt dass der Markt wieder hochläuft. Und das ist das Spannende für den heutigen Handelstag, wo es hingeht. Und die kurzfrist die schauen auch gerne nochmal in den 5-Minuten-Chart rein. Da sehen wir das Bild auch genauso. Hier natürlich der Weg nach unten, der Trendige. Hier ist jetzt der Aufwärtstrend in den 5 Minuten. Und hier sehen wir, dass das Ganze auch sehr dynamisch nach oben gelaufen ist. Und die wichtige, der wichtige Marker oder ein Anlaufpunkt zur Unterseite hin wäre mal hier. Der Ausbruchsbereich, das ist das Level, was wir hier unten sehen, grob um die Marke von 12.955 Zählern hier. Das wäre mal ein wichtiger Anlaufbereich, beziehungsweise äh, hier oben ein Stückchen drüber noch der Bruchbereich, um dieses Level hier, als wir sozusagen hier oben drüber gelaufen sind und das Zwischenhoch rausgenommen haben, bei der Marke von 13.000 Punkte. Das im Kurzfristbereich, das Gezappel für die Trader unten rein, wenn wir hier unten nicht, Durchlaufen durchs Tagestief, sondern nach oben drehen und jetzt nur so ein kurzes Stück Durchatmen sehen. Das wird dann wirklich sehr, sehr spannend hier, wenn es 9 Uhr dann entsprechend weiter äh, ja, mit den Händlern am Markt geht. Und das schauen wir uns dann gleich nochmal an und nachher gucken wir uns den DAX auch nochmal an und dann schauen wir mal, ob ich irgendwo ein paar Anhaltspunkte finde, wo wir sozusagen morgen 15 Uhr rumstehen. Können. Ju, hätten wir das besprochen. Dann gehen wir weiter zu den Rohstoffen und da sprechen wir über den Goldpreis. Gold waren wir ähm, in den letzten Tagen ja schön nach oben unterwegs. Wir sind auch aus einer, sag ich mal, guten, lang anhaltenden Abwärtssequenz mal wieder nach oben gelaufen und was ist passiert? Mal wieder hier um das Widerstandslevel, knapp unten drunter abgedreht. Wir sehen es hier oben, die Marke von 1970 bis 1975 hier 80 ist ein wichtiger Widerstand. Da sind wir gestern mit dem Tageshoch kurz drunter rangelaufen und dann kam sozusagen hier der massive Abverkauf an dieser Stelle. Und wenn wir uns den Goldpreis mal kurz anschauen wollen, im Dax ging es ja sozusagen ab der 13 Uhr Kerze deutlich nach oben und hier, wenn wir das mal sehen. Das an dieser Stelle ist die erste 13 Uhr Kerze oder die 13 Uhr Kerze im Gold. Bis dahin war wirklich alles in Ordnung. Ja, es gab zwar das Verharren und das Abflachen dieser Aufwärtstendenz in diesen Widerstandsbereich rein. Ja, aber was dann kam, das war wirklich heftig und das war alles samt initiiert, sozusagen durch den ja, Impfstoff oder durch die Meldung. Für den möglichen Impfstoff und dem Gold ist jetzt in der Stunde extrem interessant, was wir hier sehen. Nämlich die Flagge, die wir als bullische Konsolidierung im DAX gerade gesehen haben, die sehen wir momentan als bärische Konsolidierung hier im Goldchart. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz nochmal zurück in den Tageschart gehen, weil wir im Tageschart die wichtigen Faktoren liegen haben, auf die wir jetzt hier an dieser Stelle achten müssen. Ich muss es mal kurz kleiner machen, dieses Bild. Also, was wir hier haben, ist sozusagen die sage ich mal, im weiten Sinne mittlerweile entstandene Trading Range hier an dieser Stelle. Wir sehen es immer, wenn wir unten in Richtung oder im Bereich von 1850 bis 1860 US-Dollar notieren, ist der Markt hier hochgedreht und immer wenn wir oben reingelaufen sind über die Marke von 1960, ist der Markt. Richtig schwach geworden. Und damit haben wir mal so die zwei Banden in diesem Bereich. Und was wir halt auch sehen, ist hier an dieser Stelle, dass sage ich mal, der Drehpunkt, der Dreh- und Angelpunkt innerhalb ähm, dieser Range, den haben wir halt auch gefunden. Hier, auch hier ein, Breite, ein breites Band. Ich sag mal mal grob irgendwas zwischen 1900 und 1910 US-Dollar. Das ist mal so ein bisschen ähm, das Median äh, dieser, dieser Range. Also, das ist jetzt nicht natürlich mathematisch. Ausgerechnet der Punkt, wo sich alles dreht, sondern das ist jetzt hier ähm, ja eine Zone, wo sich halt die Kurse immer wieder für eine neue Richtung entscheiden. Ähm das ist hier ersichtlich, das ist hier ersichtlich, hier drüben war es ersichtlich. Und das ist jetzt sehr, sehr spannend, denn wir sind schon mittlerweile raufgelaufen. Wir sind im Hoch hier bei 1800, was haben wir gehabt? 86, 1890. Es läuft hier oben rein. Und das ist jetzt wirklich interessant, wenn das, was wir hier sozusagen in dieser Konsolidierungsphase, die gucken wir uns gleich wieder im Stundenchart an, wenn wir das dort weiter mal nach oben sehen, dann sehen wir, dass wir direkt in diesen Bereich wieder reinfallen und da wird es jetzt die Entscheidung geben, ob wir tatsächlich es schaffen, drüber zu gehen oder ob der Markt hier abhält, weil die Händler Gold weiter verkaufen, weil es als sage ich mal Safe Heaven so ein bisschen nicht mehr gebraucht wird, dann wenn es nämlich bald einen Impfstoff gibt. Dann sieht die Wirtschaft auch ganz anders aus. Wir bekommen da auch von den Wirtschaftslenkern mittlerweile auch Zahlen genannt, wo man sich sagt: Okay, wenn das tatsächlich kommt, dann könnte sich das Ganze sehr schnell, sehr deutlich bessern. Das ist das, was hier momentan dazu führt, dass der Goldpreis auch abverkauft wird. Und ähm, das ist interessant zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wie schon gesagt, schaffen wir es hier drüber, dann ist erstmal. Der Weg nach oben in Richtung Begrenzung auf der Oberseite wieder geebnet. Ne? Da muss man trotzdem noch schauen. Weitere Punkte haben wir natürlich da, ähm, wo der Markt immer wieder abgedreht ist. Das kommt so ein bisschen auch aus dem Bereich hier drüben raus. Schaut mal hier, das war so ein Drehpunktbereich, den haben wir gehabt und der wird mit guter Wahrscheinlichkeit am Markt auch weiterhin ähm, für eine Art ähm, ja, Aufmerksamkeit sorgen. Und das sehen wir halt. Das war hier drüben wichtig. Das war hier in diesem Bereich sehr, sehr wichtig. Hier sind wir immer mal rangelaufen? Also, mich würde es nicht wundern, wenn es eine weitere Ausdehnung gibt, dass hier oben die Marke von 1930 durchaus eine Relevanz wird. Aber soweit ist es noch nicht. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal ganz klassisch im ja, Stundenchart an. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr verlockend auf die shortseite zu sehen. Denn wenn wir jetzt hier an dieser Stelle diese schöne bärische Flagge sehen, dann wissen wir halt. Wenn das Teil nach unten weggebrochen wird, dann ist das genau die Initialzündung dafür, dass der Markt erst einmal wieder Richtung Vortagstief läuft. Das haben wir hier unten im Low haben wir es gehabt bei 1850. Das Low hier unten, das ist wichtig. Und das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Wie ich schon gesagt, das Ganze, wir sehen es ja hier, die Ausdehnung ist noch längst nicht beendet. Aber das ist genau das, was ich hier als Händler im Fokus habe. Und wenn wir uns das mal eben im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, dann sehen wir den Trend innerhalb dieser Phase, innerhalb dieser korrektiven Phase, sehr, sehr schön nach oben laufen. Also ich zoome das mal ein bisschen größer hier an dieser Stelle. Also hier sehen wir schön steigende Hochs steigende Tiefs und das ganze wenn das nach unten bricht also das heißt wenn jetzt dieser ähm, Zeitrahmen bzw. hier ähm, das ganze nach oben laufen, das wird sich schön nach oben reingehen ne? und das ganze sehen wir dann an dieser Stelle auch hier das sehen wir hier nach oben laufen Also hier, das ist der Aufwärtsschub, den wir hier an dieser Stelle sehen. Der schlängelt sich nach oben hier in diesen Bereich rein. Und wenn dieser Aufwärtstrend gebrochen wird, das wäre dann der Ausbruch durch die Unterseite. Ähm, ja, und das Ganze sehen wir dann an dieser Stelle natürlich für. Die Umkehr aus der Nachfrage, das heißt, das wäre dann der Ausbruch zur Unterseite. Und dann sehen wir die Stellen nach unten anlaufen Und für das kurzfristige hier an dieser Stelle ähm, können wir auch schon mal sagen, wo wir hier im kleinen Bereich Anlaufpunkte haben. Und zwar sind das genau äh, die Drehpunkte, die wir hier brauchen, unten rein. Wer das Ganze planen möchte, die Swinglos. Also aus jetziger Sicht, wenn wir hier unter dieses Tief drunter fallen, hier ganz grob gesagt die 1879. Da wäre der erste Anlaufpunkt. Tja, und dann haben wir sie hier unten. Die Swinglos. Die liegen da. 1867. Dann hier dieser Drehpunkt bei 1860 in etwa. Und dann hier unten drunter hier der dritte oder vierte im Bunde. Um ganz grob die 1855. Das sind mal so die Marker, die wir im Kleinen hatten. Wenn es jetzt schon bricht, wenn sich das Ganze natürlich noch ein Stück weit nach oben fortsetzt, kann man diese Kaskade auch weiterhin nach oben ziehen. Das verspricht viel, viel Spannung. Die Elena sagt schon, Mike, wir warten auf deinen DAX-Tipp. Ja, Elena, der kommt. <laughs> Keine Sorge, ähm, das machen wir ähm, gleich, wenn <laughs> ich die Besprechungen durch habe. Australdollar Kandala steht als nächstes auf der Uhr hier an dieser Stelle. So Moment, Australdollar Kandala ist er da, haben wir ihn sehr sehr schön. Was sehen wir hier im Australdollar Kandala? Moment, ich muss mal kurz ein bisschen aufräumen, hier ein bisschen sauber machen. Das kriegen wir hin. Ähm, das passt. Also hier sehen wir momentan einen Markt, wie er schön nach oben läuft. Also wir sehen hier den Markt nach oben trenden momentan. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Ich mache mal ganz kurz das Bild der Woche an. Wir sind hier oben natürlich aus einer, sage ich mal, Konsolidierungsphase nach unten ausgebrochen. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, der Markt ist schon deutlich nach unten unter Druck geraten. Aber wir sind momentan auf Tagesbasis halt auch wieder in einem Aufwärtstrend verortet. Also wenn ich das mal skizziere hier an dieser Stelle, schaut mal hier. Das äh, war sozusagen, Moment, das machen wir mal schön in grün. Nein, wir brauchen mal kurz noch das. Hier, das war der vorangegangene Schub. Also das, was wir von oben... Sozusagen nach unten gesehen haben. Hochdynamisch ähm, in einer Range und da sind wir unten drunter rausgelaufen. Das war der Schub nach unten. Der Test dieser Linie hat dazu geführt, dass wir noch in den Abprall reingegangen sind. Aber jetzt haben wir hier an dieser Stelle sozusagen den Markt nach oben laufen. Heißt, wir sind hier. Wieder in einem neuen Trend, in einem Aufwärtstrend verortet. Und das gibt uns jetzt die Chance, die aktuelle Situation, also die Kursrücksätze der letzten Tage, unter einem ganz, ganz anderen Kontext zu sehen. Denn das, was wir hier interessanterweise jetzt sehen, ist die Korrektur innerhalb dieses von mir jetzt skizzierten Aufwärtstrends. Und dieser Aufwärtstrend hat mit seiner Fortsetzung natürlich das Potenzial, zur Oberseite reinzulaufen. Das heißt, hier Drüben. Das ist das, was wir jetzt betrachten müssen. Dieser Bereich hier, der ist jetzt sehr, sehr wichtig. Das ist die Konsolidierung. Und diese Konsolidierung, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich rahme die mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle. Und das ist jetzt das, wo wir einfach mal in den Stundenchart auch reinschauen, um diese. Korrektive Phase auch zu sehen, nämlich die sehen wir da sehr, sehr schön. Muss ich nur ein bisschen zusammenraffen, dass wir ein bisschen mehr sehen. Hier sehen wir nämlich schön nach oben laufen. Das ist der letzte Bewegungsarm hier oben rauf. Ne? Wartet mal, mal gucken, ob wir das im Stundenchart, im Vier-Stunden-Schatten sauberer sehen. Naja, wir sehen es nicht wirklich sauberer. Es sind halt ziemlich schwankungsstarke Kerzen, die wir hier haben. Aber. Ich versuche es mal ein bisschen besser aufzulösen. Also, das grobe Bild, was wir hier an dieser Stelle sehen können, beziehungsweise haben, ist die Tatsache, dass wir hier den Aufwärtstrend hatten. Also, das, was sich hier nach oben geschoben hat, so ein bisschen hier in diesen Bereich rein. Das war alles ein bisschen Zicke-Zacke hin und her. Hier sind wir unten drunter gerutscht, ja. Und dann sind wir direkt wieder nach oben reingelaufen. Hier ein bisschen hin und her gezappelt, das Ganze hier gehabt. Und dann schön nach oben gelaufen. Das ist Bewegungsarm, alles schön hier. Ist auch im Kleinen trendig gelaufen. Also, wir sehen, hier ist unheimlich viel los. Dann gab es hier nochmal eine Korrektur. Hier ein kleines Hoch und jetzt sind wir halt in die Situation gelaufen, dass der Markt hier ein tieferes Hoch gemacht hat ähm, und dann das erste tiefere Tief. Und jetzt wird es allerdings interessant, ob wir hier tatsächlich eine Umkehr bekommen, weil ähm, wir hier, schaut euch mal das Kursmuster an, wir sind jetzt hier in die Korrektur gelaufen, haben hier oben einen Deckel drauf und sehen von unten die Kurse nach oben hin ansteigen und zwar dynamisch. Jetzt haben wir hier ein schönes Dreieck und wenn dieses Dreieck tatsächlich nach oben aufgelöst wird, wird, wäre das das Umkehrmuster, dass wir eine Chance haben, erst einmal wenigstens oben reinzulaufen. Moment, jetzt muss ich mal die Zeichnung wegzumachen. Also, erst einmal hier oben, erster Anlaufpunkt wäre mal dieser Hochbereich hier. Und wenn wir hier die Marke von 0,95, 1,5 in etwa, also was die Hochs hier gewesen sind, wenn wir diese rausnehmen, dann ist das ganz klassisch die Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik, also dessen, was wir hier sehen im großen Bild. Ja, also wenn man das Bild mal groß und grob zeichnen will, hat man das Bild hier da. Das wäre das hier, ne? So. Und wenn wir jetzt hier aus der Konsolidierung rauskommen und oben drüber laufen, wäre das genau die Trendfortsetzung, die wir brauchen. Und das wäre dann sehr, sehr interessant für die Oberseite hier in diesem Chart, weil dann würden wir hier auch diesen ehemaligen kleinen Schwungbereich rausnehmen und wir könnten uns ohne weiteres hier nach oben hin orientieren und zwar hier erst einmal an dieses Zwischenhoch, was wir hier oben liegen haben. Also aus diesem Abwärtstrend das Korrekturhoch hier und das haben wir liegen um die Marke von 0,9582 in etwa. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt und wenn wir diesen noch mit rausnehmen, ja, dann wäre das ganz genau der Punkt, den wir brauchen, dass der Abwärtstrend rausgenommen wird. Das heißt, da wird dieser schon im Tageschart bestehende Aufwärtstrend ähm, auch dazu sein, dass wir hier diese Rutsch nach unten komplett rausnehmen und dann ebnet sich der Weg auf die Oberseite deutlich oben raus und dann ist der nächste Anlaufpunkt mal hier oben dieser Widerstand um die Marke von 0,9656. Das ist interessant. Und den Entscheidungsbereich, den haben wir hier, solange wir nach oben laufen. Fallen wir allerdings unter um das Tagestief von gestern unten drunter, dann müssen wir uns weiter nach unten umschauen, wo da die Anlaufpunkte sind. Und das sehen wir hier auch mit Blick in den Stundenchart, wo die Level dann liegen. Entsprechend hier an der Unterseite. Und das sind dann so die Swing-Lows, Also hier unten die Marken, was wir hier drinnen haben, um die 094, hier unten die 0935. 6 in etwa und dann das Zwischentief hier unten an dieser Stelle, was hier unten drinnen liegen haben, hier ganz grob der Bereich um die Marke von 0,93. Das ist das, was wir auf der Unterseite planen können. Jo, das wär's zum Austral-Dollar-Kann-Dollar. -Dollar. Dann schauen wir mal, ob wir noch ähm, Fragen bekommen hier. So. Hopp, hopp, hopp. Im Facebook haben wir nichts, nur den DAX. <laughs> Lutz, na klar. Der Lutz, der wartet auf die Zahlen. Das kriegen wir alles hin. Also, wir schauen jetzt mal äh, auf den DAX und wir schauen einfach mal, wie wir das Ganze hier an dieser Stelle umsetzen können. Ich mache dazu mal ein separates DAX-Fenster auf hier. Neuer Auftrag. Und dann schauen wir uns das Bild einfach mal an. Neues Chartfenster. Wo wir hier an dieser Stelle hinlaufen können. Ah, nee, wir machen noch britisches Pfund US-Dollar vorher. Das machen wir vorher, weil das mit dem DAX, das wird ein bisschen Arbeit machen. Wir machen zuerst noch hier das Cable. Gerade frisch reingekommen als Frage. Britisches Pfund US-Dollar. Da ist er. Hier. Diesem Punkt. Hier haben wir einen Ich nehme mal kurz die Trenderkennung raus. Wir gehen mal kurz auf den Tag. Wir sehen im Tag die Verortung momentan hier drinnen wieder liegen, wo wir schon mal standen, an diesem Hoch hier oben, um die Marke von 1,31,70. Da sind wir gestern drüber gelupft, sind dann konsolidiert und nehmen jetzt Attacke wieder nach oben auf. Wenn wir es schaffen, drüber zu laufen, übers Tageshoch von gestern, hier. Das wäre mal ganz grob hier auch wieder diese Marke äh, um ein bisschen über 1,32. Wenn wir da drüber laufen, haben wir schöne Anlaufpunkte, die wir auf der Oberseite durchaus anlaufen können. Ähm, und da wird es möglicherweise auch interessant, wenn man kleinere Marker sucht, wo wir hier an dieser Stelle drüben Anlaufpunkte haben. Wir schauen mal kurz im 4-Stunden-Chart, ob wir ähm, dort so weit rüberkommen. Ja, hier ist der Ablauf nach unten. Also wenn man etwas sucht. Ähm, wo man planbare Anlaufpunkte haben kann, wäre mal interessant. Dieser Bereich hier drüben, den wir hier drüben haben, ähm, das war der Wechselbereich hier. Ne? Als wir auf der Aufwärtsdynamik hier unten drunter gelaufen sind, das ist der Richtungswechselbereich, das wäre in meinen Augen mal ein schönes Level, oben reinzulaufen. Also hier grob der Drehbereich um die 1,33, 1,5. Das wäre mal das nächste Level nach oben und dann. Dieses Top da ganz da oben drauf. Dieses hier oben in der Spitze, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt, den wir oben sehen. Also knapp die 1,348. Das heißt, das wäre dann die Dynamik oben rein. Und das sehen wir hier. Das ist der große, große Widerstand. Der kommt dann oben rein. Da wird es sehr, sehr spannend. Und hier wird es mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir schön die Aufwärtsdynamik wieder nach oben mitbekommen, um den Markt nach oben reinzutreten. Bitte allerdings eins immer im Hinterkopf behalten. Bei den Briten das Thema Brexit ist immer immer noch in großen Gange. Wir bekommen immer wieder Meldungen auch zum Binnenmarktgesetz. Wir bekommen Meldungen, dass die Verhandlungen mit der EU auch weitergehen. Also es ist ein hochspannendes Thema und Meldungen daraus können wieder immer wieder zu erratischen Bewegungen führen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was der Markt hier momentan spielt, dann sehen wir halt ganz klar äh, hier den Weg nach oben gehen. Also das ist der Trend, den wir hier oben reinlaufen haben. Der hat korrigiert, steht jetzt am Hoch. Und wie schon gesagt, wenn wir hier Stück für Stück weiter den Auflauf nach oben bekommen, haben wir durchaus Chancen, hier den Weg nach oben zu beschreiten. Und ich sehe gerade noch den NASDAQ, habe ich vergessen. Den machen wir natürlich auch gleich mal noch mit. Ähm, der NASDAQ war gestern, <laughs> das war interessant zu sehen, Leute. Wir hatten gestern, ähm, wartet mal, ich muss euch das mal kurz, kurz an einer anderen Stelle zeigen. Und zwar. Schau, lasst uns mal kurz auf Finwitz schauen. Schaut mal hier. Hier haben wir Finwitz. Und hier ist mal wirklich schön zu sehen. Der Dow plus 295. Das ist während der Handelszeit. Ne? Der SP plus 117. Der NASDAQ minus 153. Ja, das war irre. Also gestern im NASDAQ ähm, hat das sehr, sehr viele Tech-Werte wirklich, ähm, ja, ich will nicht sagen zerhauen. Ähm, aber man sieht ganz, ganz klar, dass die Meldung um den Impfstoff sehr, sehr starken Einfluss auch auf viele Technologietitel haben. Das ist, das erkläre ich an dieser Stelle immer mal wieder. Wir sind hier in einer, glaube ich, sehr sehr starken Umschwungphase, was das Thema der Wirtschaft angeht. Das heißt, wir haben durch diese Corona-Zeit, ähm, die wir jetzt durchleben, ähm, gesehen, dass sich die Wirtschaft gerade auch der Dienstleistungssektor extrem umstellen muss, weil ähm, die Büros teilweise geschlossen wurden oder es Vorgaben gab, dass nur so und so viele Personen in einem Büro sein darf. Es gab extrem viel Homeoffice und das, sage ich mal, hat natürlich für die Unternehmenslenker auch eine schwere zeit bedeutet aber auch gezeigt wie es anders gehen kann wie man flexibler arbeiten kann und was für viele unternehmen ja auch wichtig ist wie man effizienter und vielleicht sogar kostengünstiger arbeiten kann und da hat halt da, da, da ist halt sehr sehr viel passiert am markt das thema digitalisierung das thema ähm, äh, sage ich mal cloud das thema äh, verbindung des arbeitsplatzes die meetings über eine plattform wie zoom oder ähnliches zu ziehen. Im privaten Bereich haben die Leute gesehen, Mensch, man muss ja nicht immer ins Kino gehen zum Beispiel, sondern man kann auch sehr viel streamen mittlerweile. Das wird den Markt verändern und diese Veränderungen, die kommen nicht von jetzt auf gleich, sondern das dauert immer eine Weile und da gibt es halt auch immer so diese Wechselphasen und das ist jetzt der Punkt, wo sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen trennt und ähm, die richtig guten, die bleiben am Markt und die, die nur so ein bisschen mitgelaufen sind, ähm, die fallen dann am Ende weg und das ist dieser Umschwungprozess und da kam es gestern halt bei sehr, sehr vielen auch technologielastigen Werten zu sehr, sehr starken Gewinnmitnahmen und das ist das, was man hier sieht sieht An dieser Stelle. Ne? Wenn wir mal sehen, na, Amazon ist gestern um 5% gefallen. Ähm, und Amazon hat ja auch extrem profitiert von diesen ganzen ähm, Geschehnissen um ähm, das Covid-19. Der Onlinehandel boomt brutal. Und jetzt spielt man hier natürlich: Ups, was passiert denn, wenn im nächsten Jahr der Impfstoff wirklich da ist und keiner mehr bei Amazon bestellt? Ja dann geht es natürlich deutlich mit den Kursen nach unten. Muss man sehen, wie es kommt. Ähm, aber ich denke, hier werden sich auch Lieferketten ändern und, und, und. Aber das sind halt die Phasen, die wir da jetzt an dieser Stelle haben. Und das hat halt die Auswirkung auf den Nasdaq gehabt. Ähm, wenn wir uns das Bild mal ganz kurz im heutigen Tagesverlauf auch anschauen wollen, hier an dieser Stelle, dann sehen wir es hier. Ähm, der Nasdaq gestern, der starke Rutsch nach unten, ganz klar, ist da. Ich gehe mal ganz kurz rüber auf den S&P 500, da, nur damit wir mal sehen, ähm, was hier entsprechend jetzt, auch los ist, da sehen wir hier den Tag. Schaut mal, heute laufen die Indizes wieder gleich. Ne? Der SP ist nach unten gelaufen, läuft wieder nach oben. Der Dow ebenfalls gleiches Bild, auch eine steigende Kerze. Und im ähm, US-Tech, also im Nasdaq, haben wir auch die steigende Kerze. Und die, der Schub nach unten ist natürlich hier auch gekommen. Was wir im Nasdaq hier jetzt wirklich sehen, ist die Sache: jetzt müssen wir mal kurz in den Stundenchart reinwechseln, ähm, dass wir hier nach unten gelaufen sind an dieser Stelle. Das heißt, wir haben hier ähm, diesen schönen Aufwärtstrend natürlich gestern durch diesen starken Rutsch nach unten ähm, hier im NASDAQ rausgenommen. Das ist der Bewegungsarm der. Letzte, den wir gesehen haben. Und hier haben wir jetzt eine Marke, ähm, die ist wichtig an dieser Stelle, und zwar die wichtige Marke, die haben wir hier, das kleine Zwischenhoch. Dieser Drehbereich hier knapp 11.900 Punkte. Das ist jetzt interessant, wenn wir hier eine gute äh, Long-Gegenbewegung, ja, wie logisch. Der Markt gefallen ist ist die Gegenbewegung natürlich long. Also wenn wir hier eine Gegenbewegung sehen beziehungsweise vielleicht auch direkt wieder eine Aufnahme, eine Wiederaufnahme der Tagesrichtung nach oben hin, ähm, dann wäre dieses Level mal der erste Punkt, den wir überschreiten müssen, weil was wir hier natürlich sehen ist, dass der Trend hier nach unten gelaufen ist. Also das was wir hier sehen, ich sage, ich skizziere es einfach nur mal ganz grob, ja an dieser Stelle wie immer. Ähm, das ist der Punkt. Hier ist das letzte Zwischenhoch bei Tau 11.900 grob. Und wenn wir da drüber laufen, wäre das mal das erste Indiz, dass der Markt wieder hoch möchte. Und dann werden wir vielleicht sowas hier in diese Richtung sehen, dass der Markt hier schön die Oberseite angeht äh, und wir dann nach oben reinlaufen können. Welches Level wird dann interessant? Wenn wir das sehen wollen, müssen wir jetzt wirklich mal in eine kleinere Zeiteinheit reingehen, damit wir das, was ich gerade skizziert hatte, auch mal sehen können. Und da sehen wir das als Zwischenlevel auf dem Weg nach oben hier dieser Drehpunkt interessant wird. Also, grob, wenn man das mal so sagen möchte, ähm, der Bereich zwischen Uh, 11.950 und 12.000 Punkten hier. Das ist das Level, das war das Umkehrlevel hier in diesem Bereich, wo hier im kleinsten auch der Markt nach unten gelaufen ist. Hier sieht man es, also hier die trendige Phase nach unten. Dieser Bereich ist dann wichtig. Also das heißt, wenn wir hier wirklich die 11.9 rausnehmen, durch die Aufwärtsdynamik, die wir hier haben, dann haben wir schön den Weg nach oben frei. Und das, was wir hier sehen, ist mal ein Beispiel, warum ich manchmal als den Trendgeber nicht die Stunde direkt nutze, sondern nochmal drunter schaue, wenn wir so stark dynamische Bewegung haben, dann sieht man es häufig ein bisschen besser, wie das Ganze läuft. Das ist aber nur ein bisschen Feinjustierung. Aber das ist halt das, was die Arbeit in Teilen vereinfacht und deswegen wir besser planen können. Wie schon gesagt, das sind die Marker, die wir drin haben und das Tagestief von gestern oder von heute sozusagen sollten wir hier nicht laufen. Das würde dann natürlich die Abwärtssequenz fortsetzen. Das wäre dann in Endkonsequenz sozusagen das Bild, was wir hier sehen, aus dem groben Raus von oben mit der Schub nach unten, die Korrektur und dann den Weg nach unten. Das wäre vor des Ganzen. Nein, was wir für die Long-Seite brauchen, ist tatsächlich der Weg hier über die elf neun. Und dann haben wir zumindest mal die Chancen hier nach oben weiter zu laufen. So, Leon, das hätten wir auch. Danke nochmal für die Erinnerung. Den Nestdeck hätte ich jetzt tatsächlich völlig verpennt an dieser Stelle. <laughs> Gut, jetzt zurück zum Dax. Ha, tja, der Dax. Wo steht er morgen? Die Aufgabe ist echt tricky. Ähm, warum ist die tricky? Weil wir heute Morgen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, erstmal überhaupt eine Entscheidung finden müssen, ähm, wo wir hinlaufen wollen. Das heißt, ähm, Long oder Short, das müssen wir ja wirklich erstmal aus dem Markt rausnehmen. Denn ähm, der Move, den wir gestern hatten, der war schon richtig, richtig heftig. Aber wenn ich hier mal zwei Bereiche raussuchen dürfte an dieser Stelle. Rein von der Markanz her würde ich sagen, Nummer 1, dieses Level hier unten, das wäre für die Seite, wenn wir tatsächlich oben abprallen sollten, das heißt, wenn wir hier rausgehen sollten, ähm, haben wir die Level auf der Unterseite, zwei Schwungbereiche, die wir hier haben, das wäre hier dieser Bereich, ganz grob skizziert so, das ist die shortseite. Ähm, wenn wir oben drüber laufen, dann wird es natürlich sehr, sehr interessant hier zu sehen. Erst einmal, da müssen wir natürlich über diese alten Hochs drüber, über die Marke von ähm, 13.300 Punkten. Tja, und dann haben wir hier oben das Allzeithoch im DAX liegen. Das haben wir schon mal als Marker da. So, das ist jetzt interessant. Jetzt muss ich mich, Lutz, ah, ich glaube, du bist gar nicht mehr dabei, aber jetzt muss ich mich hier für eine Seite entscheiden. Also ich glaube, die Seitenentscheidung ist das allerallerschwierigste bei der Geschichte. Ähm, ich sage mal so, wenn wir es tatsächlich schaffen, ähm, über äh, diese Hochs hier oben drüber reinzulaufen oder raufzulaufen, ähm, dann würde ich mal sagen, wenn wir hier oben irgendwo im Bereich der 14.050 äh, Punkte Marke stehen. Ne? Ich, ich, ich marke die Ziele hier einfach mal ein, dann kann ich das Foto ähm, nachher mal nehmen und oben reingehen. So, pass auf, oben Anlaufpunkt. Grob sage ich mal, über den Daumen. Wohlwissend, dass das jetzt absolutes Gambling ist, ja. Ähm, ich sag mal, es wäre ein gutes Level, wenn wir dort oben drüber sind, ja. So, das wäre Punkt Nummer 1, äh, zur Oberseite hin. Prallen wir ab? Tja, da müssen wir natürlich sehen, wohin prallen wir ab. Das wäre jetzt hier unten im Korrekturbereich. Um die 12.300, wenn wir uns das mal anschauen wollen, würde ich mal sagen, wenn wir die Unterseite mit reinnehmen wollen und unten reinlaufen, würde ich mal sagen, pff, irgendwas hier um die Marke von 12.300 Punkten. So, da lege ich mich jetzt mal fest, Lutz. Ja? Also, pass auf. Wenn du mir zugestehst, ähm, dass ich sagen darf, wenn wir eine steigende Marktphase nach oben haben, und eine fallende Marktphase nach unten. Lege ich mich jetzt mal fest, ähm, oben morgen 15 Uhr irgendwas plus minus 100 Punkte um die 1450. Nummer 1. Die Unterseite, wenn wir abprallen, grob 12300 Punkte. So. Und wenn du mir jetzt sagst, du musst dich für eins festlegen, ähm, dann sage ich, nehme ich die Unterseite bei 12.300, so, das passt, also, ähm, das sind mal die Marker, das schreibe ich auch gleich rein, <laughs> die Elena schreibt schon, ich muss mich auf einen Wert festlegen, Elena, du willst unbedingt, dass ich das Seminar, das Webinar auf Sächsisch mache, ne, ich sehe schon, ähm <lacht> <lacht> das ist echt eine heftige Geschichte, Elena, wenn ich mich, ich muss mich jetzt für eine Seite festlegen, ja, dann sage ich mal, dann stehen wir morgen um 3 da, wo wir jetzt stehen. Also passt auf, ich lege jetzt hier eine fette Linie rein. Hier, da oben rein. 13.300, die lege ich jetzt rein. Das ist mein Wert, auf den ich mich jetzt festlege. Und dann könnt ihr euch bestimmt schon mal freuen. Da wird es nächste Woche hier <laughs> eine Show in Sächsisch geben. Wer das nicht mag, bleibt gleich auf und vor. Die anderen, naja, <laughs> vielleicht wird es ja amüsant, spannend, es wird interessant. Also, da ist es drinnen: Mein Bild, mein Tipp für morgen. 13.300 Punkte, ganz grob, plus minus 100. 15 Uhr wird gemessen. Elena Lutz, ihr guckt rein an dieser Stelle, das passt. Nein, Elena! 13.300 Punkte, bitte nicht 12.300, 13.300, ja. Ich mache das Bild noch sauber, dann schicken wir es rüber. Das hätten wir an dieser Stelle auch damit äh, gegeben. Ich bin gespannt, was passiert, gibt dem ganzen Umfeld noch etwas mehr Spannung. Danke fürs Zuschauen und ich sage Tschüss bis morgen um 8:30 Uhr zur nächsten Marktbesprechung. Tja, <lacht> und <lacht> Elena. Das passt. Uh, und nein, eine Übersetzung gibt es nicht. Also wenn, äh, ähm, äh, ich weiß nicht, ob die Elena die Übersetzung machen möchte. Wir kriegen hier gerade noch den Tipp, die Elena macht die Übersetzung. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Elena das kann. Aber egal, mir Deutschen, Sachsen kriechen das schon hin. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen, 8.30 Uhr. Und dann, ähm, ja, gibt es die nächsten Handelsideen. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, tschüss und erfolgreiches Trading für... Den heutigen Tag. Bye bye.